du lebst mit dem Blick auf all das Irdische, dann ist dein Leben ein verfehltes Leben, ein untergehendes Leben, ein gescholtenes Leben. Das macht die Bibel ganz deutlich. Das ist nicht meine Auslegung, das sagt die Bibel. Also ein untergehendes Leben. Petrus, Sie kennen alle diese Geschichte, Matthäus 14, wie er am See geht, nicht? Jesus hat ihn gerufen, aus dem Boot zu kommen, er kann am Wasser gehen. Er guckt auf Jesus, vertraut seinem Wort. Und ein großes Wunder, da ist Leben möglich, ein Leben, das auf dem Wasser gehen kann. Aber als er anfängt, auf das Irdische zu gucken, auf den Wind und auf die Wellen, da geht er unter. Untergehendes Leben, was nicht auf Jesus guckt, sondern auf das irdische, weltliche. Ein verfehltes Leben. Sie kennen alle die Geschichte vom reichen Jüngling, der da vor der Wahl steht, folge mir nach, sagt Jesus. Aber dafür musst du all dein Geld weggeben. Und da kann er nicht. Der macht ja alles, nicht? Der hält die 10 Gebote, ist so ein ganz, ganz frommer Mann. Aber sein Geld ist ihm das Wichtigste. Da guckt er, da hat er Angst drum, da bindet er sich dran. Und als er dann die Entscheidung für das Geld und gegen Jesus trifft, da heißt es in der Bibel, und da ging er traurig davon. Traurig davon. Ein Leben, das sich an das Geld bindet, das sich fußt auf all dem Materiellen, ist ein trauriges Leben, ist ein Leben in Angst und Sorgen. Und glaub mir, ist es in Angst und Sorgen, ob du 300 Euro am Konto hast, 300.000 Euro oder 30 Millionen. Spielt keine Rolle. Wenn du dich auf Geld gründest, bleibt die Angst. Ganz im Gegenteil, je mehr Geld du hast, desto größer ist die Angst, dass du deinen Mammon verlierst. Nicht? Da finden wir uns ja alle wieder, nicht? Das ist verfehltes Leben. Und wir denken immer nicht, unsere Aktienpakete, unser Sparbuch und unsere Pensionsansprüche, die würden unser Leben sichern. Leute, das ist bedrucktes Papier, von Menschen bedruckt, das kann gar nichts machen. Der, der unser Leben sichert, das ist der Heiland. Das ist ja so toll, dass Jesus sagt, nicht? Hier, wer von euch, so heißt es in unserem Predigtext, wer von euch, egal wie sehr er sich darum sorgt, kann seines Lebens länger eine Spanne zusetzen? Wer? Keiner. Also es kann sein, dass für einige von uns vielleicht schon in diesem Jahr Schluss ist. Können wir keine Spanne zusetzen. Vielleicht ist ja für mich heute Nachmittag schon Schluss. Und egal, was ich machen würde, wenn der Heiland bestimmt hat, heute Nachmittag ist der letzte Tag im Leben von Olaf Latzel, dann muss ich ihn zu mir rufen, dann ist das so. Da mache ich gar nichts drum. Das ist das große Paket. Ich habe nichts dazu getan, in diese Welt zu kommen und ich kann auch nichts dazu tun, wenn der Herr mich abberuft, nicht? Und wenn ich für das Große schon nichts machen kann, dann brauche ich mich ums Kleine gar nichts zu kümmern. Das ist lächerlich, Leute. Das ist lächerlich, wenn ihr anfangt, euch Sorgen zu machen. Ich komme gleich im Zweiten dazu, warum das lächerlich ist. Das ist lächerlich. Das soll nicht sein. Wenn wir fürs Geringste, so sagt es Jesus, wenn wir das Geringste nicht vermögen, dann brauchen wir uns um anderes gar keine Gedanken zu machen. Meine Tochter, wir sind jetzt seit 7 Jahren sind wir ja hier in Bremen. Wir haben ja vorher im Siegerland gewohnt und das ist so Mittelgebirge. Wir haben gewohnt etwa so auf 300 Meter. Und im Mittelgebirge gab es richtig Schnee. In Bremen habe ich ja noch keinen Winter erlebt. Nicht? Wir haben zwar hier in der Sakristei hinten so einen riesen Schneeschieber stehen, so ein motorgetriebenes Ding, das ist doppelt so groß wie mein Auto. Ich frage mich, wofür das irgendwann mal angeschafft worden ist. Aber hier kann man ja alles an Schnee wegpusten. Das ist im Mittelgebirge im Siegen anders gewesen. Da gab es richtig Schnee. Und ich weiß noch, mit meiner Tochter habe ich da mal einen Schneemann gebaut. Ich habe das Bild noch oben bei mir in meinem Büro stehen. Wenn Sie mal da sind, können Sie es angucken. Ein Schneemann. Und meine Tochter, wie das so ist mit einem 4-jährigen Kind, das ist ja was Fantastisches, einen Schneemann bauen. Nicht? Die war eingehüllt, so einem riesen Schießsack, die konnte sich kaum bewegen. Gebaut habe ich das Ding, aber sie hat dann so die Karotte reingesteckt, nicht ins Gesicht, und so zwei Ohren reingesteckt mit Pappkartons, nicht, und war ganz begeistert von dem Schneemann. Das war so ihr Ding halt, nicht? Ein Schneemann kann man aber nur bauen, wenn der Schnee schon so ein bisschen nasser ist, nicht? Wenn der ganz frisch ist und ganz kalt, geht das nicht so. Und es war eben so halb am Tauen und wir hatten einen schönen Schneemann gebaut, nicht? Und die Maja war begeistert über diesen Schneemann. Und am nächsten Tag wurde es warm. Da ging sie raus zu dem Schneemann, den sie tags zuvor gebaut hatte, und stellte fest, der ist am Tauen. Und dann kommt das kleine Mädchen reingelaufen und ist ganz entsetzt und sagt, wir müssen was unternehmen. Der Schneemann taut ja weg, nicht? Das war ihre Sorge, nicht? Sie wollte den Schneemann ja erhalten halt, nicht? Und dann musste ich ihr deutlich machen, nicht? Maja, das ist eben so, nicht? Es wird wärmer, da können wir gar nichts machen. Der Schneemann wird schmelzen. Und da habe ich noch so ein bisschen bei mir geschmunzelt, nicht? Dieses kleine 4-jährige Kind versteht es eben noch nicht. Und ich weiß noch, wie ich im Anschluss daran ein Seelsorgegespräch mit einem sehr gebildeten, sehr reichen Mann hatte. Und hat der mir von seinen Sorgen erzählt. Und da ging es nicht darum, dass er irgendwie vor dem Konkurs stand, sondern der wusste nicht, wohin mit seinem Geld, wie er all die Dinge machen konnte. Er hatte auch Sorgen. Da habe ich nur gedacht, der ist genauso schlau wie meine 4-jährige Tochter. Nicht? All das Geld, was er hatte, der war schon älter, das bleibt ihm eh nicht. Das schmilzt eh dahin.
Wir sind ohne was in diese Welt gekommen, wir gehen ohne was von dieser Welt weg, sagt die Bibel. Aber wir tun so, als könnten wir das irgendwie erhalten. Wisst ihr, löst euch von euren Schneemännern, die alle nur schmelzen. Und die haben wir alle, nicht? Aber um die wir uns Sorgen machen und das so wichtig nehmen. Das ist lächerlich, das machen die Heiden. Jesus sagt das hier, fragt nicht danach, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Unruhe. Nachdem alle trachten die Heiden in der Welt. Um das mal deutlich zu machen. Wir sollen uns um alles sorgfältig kümmern, nicht? Auch um Rentenversorgung und all diesen Krempel kümmern. Aber niemals sagen, wir machen das, was uns vor die Hände gelegt wird und dann brauchen wir uns keine Unruhe mehr zu machen. Dann geben wir es ab, weil es ist ja ein anderer da, der sich um uns kümmert. Unser Herr und Heiland. Und Jesus möchte dir das sagen für deine Sorgen, die du heute Morgen mitgebracht hast. Ich weiß nicht, was es ist, ob es deine Gesundheit ist, ob es deine finanzielle Altersversorgung ist, ob es irgendeine zwischenmenschliche Beziehung ist. Ich weiß nicht, was deine Sorge ist. Aber ich darf dem Auftrag des Heilandes Jesus Christus sagen, lass das. Lass von diesem deinem Schneemann. Das ist jetzt für einen Moment da, aber ganz schnell geschmolzen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, denn es ist jemand anderes da, der sich um all das kümmert. Und davon berichtet der zweite Teil unserer Predigt, die richtige Ausrichtung des Blickes, das Trachten nach dem Reich Gottes. Da sagt Jesus, schau dir mal die Lilien auf dem Feld an. So eine richtig schöne Lilie, wie die aussieht. Wunderbar. Die hat aber nichts gemacht. Die hat sich um nichts gekümmert. Die hat nicht irgendwas gewebt, irgendwas gestrickt. Trotzdem ist sie viel wunderbarer, als jemals der tolle König Salomo in seinem schönsten Gewand gewesen ist. Und Jesus sagt, guck dir die Raben an, wie die leben. Nicht? Die haben keine Scheune, die haben keine Keller. Die säen auch nichts aus. Und trotzdem versorgt der Herr sie mit allem, was er braucht. Und dann kommt es, heißt es, ihr seid viel mehr als Lilie, viel mehr als die Raben. Und darum geht es. Darauf möchte dich Jesus in deinen Sorgen heute genau ausrichten. Kümmer dich um alles, was dir vor die Finger und vor die Füße fällt. Aber mach dir bloß keine Sorgen. Du brauchst dich nicht zu sorgen. Jemand anderes kümmert sich um dich. Der kennt dich. Der himmlische Vater, der dich lieb hat. Ich möchte mit Ihnen mal so einen kleinen Dreisatz durchspielen. Also nicht mathematisch, sondern einen theologischen Dreisatz. Jetzt gucken wir mal, ob wir den alle mitsprechen können. Der erste Satz in diesem Dreisatz lautet, es gibt einen Gott, der allmächtig ist. Also wenn Sie das nicht glauben, gehen Sie raus, brauchen Sie Predigt nicht weiter anzuhören, denn alles, was jetzt kommt, das macht für Sie keinen Sinn mehr. Wenn Sie das nicht glauben, gehen Sie. Aber wer das glaubt, kann sitzen bleiben, prima. Also, es gibt einen Gott, der allmächtig ist. Erster Punkt. Zweiter Satz dieses theologischen Dreisatz. Dieser Gott hat dich lieb. Dieser Gott hat dich lieb. Nicht ein bisschen, der hat dich so lieb, dass er sich für dich selber in Christus Jesus geopfert hat. Richtig lieb. Viel mehr als der beste und treusorgendste und liebevollste Vater seinem Kind gegenüber sein kann. Wenn du Vater bist oder Mutter bist, viel mehr als du vermagst deinem Kind gegenüber. Viel mehr hat dieser Gott dich lieb. Ja, ist das auch richtig? Ja, ist auch richtig. Und jetzt kommt der dritte theologische Satz. Dieser Gott kümmert sich um dich. Dieser Gott kümmert sich um dich. Das sagt dieser Predigtext. Euer himmlischer Vater weiß um all das, wessen ihr bedürft. Wenn dieser theologische Dreisatz stimmt, erstens, es gibt einen Gott, der allmächtig ist, der alles kann. Zweitens, dass dieser Gott dich unglaublich lieb hat. Und drittens, dass dieser Gott dir zugesagt hat, dass er sich um dich kümmert. Wirklich, dann brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Wirklich nicht. Deshalb verbietet die Bibel das auch. Sorgt euch um nichts, die Bibel verbietet das. Fürchte dich nicht hier, mach dir keine Gedanken, weil er ja da ist. So heißt es hier. Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen, was ihr trinken sollt. Macht euch keine Unruhe, nach all dem trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Längst bevor du auf diese Welt gekommen bist, wusste der Herr schon vor Gründung dieser Erde, was du heute jetzt brauchst, was dein Problem ist. Und er kümmert sich um dich. Nicht alles wird dann so, wie du das wünschst. Da haben wir schon an anderer Stelle darüber gesprochen, dass Gott keine Wunscherfüllungsmaschine ist. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Dein Leben ist getragen und gehalten. Und daher musst du dein Leben verstehen, dass es da einen himmlischen Vater gibt, der sich um dich kümmert und der am Ende deines Lebens, wenn du zum Lebensende hier auf Erden gekommen bist, der dich aufnimmt ins himmlische Jerusalem.
wo da nur noch Herrlichkeit und wunderbare Dinge sind. Du brauchst keine Angst zu haben. Ist alles schon erledigt. Auch das Happy End über dein Leben steht schon fest. Wunderbar. Und das müssen wir vor Augen haben. Wisst ihr, wenn wir dieses Fernziel nicht vor Augen haben, dann werden wir in dieser Welt immer stolpern. Das ist so, wenn Menschen nicht die langfristigen Ziele vor Augen haben, sondern nur kurzfristig denken. Das erlebe ich immer wieder in der Seelsorge halt, nicht? Wenn man Menschen berät, ob das nun im privaten, in beziehungstechnischen Dingen sind oder auch wenn Menschen geschäftlich immer wieder scheitern halt, das ist ganz häufig so, dass sie sich nicht von den langfristigen Zielen bestimmen lassen, sondern kurzfristig irgendwelche Dinge tun, nicht? Wenn ich langfristig irgendwann mal Familie, Kinder und eine glückliche Beziehung haben möchte, dann kann ich nicht hingehen und kurzfristig eine Frau nach der anderen verschleißen, ne? Und alle halb Jahre eine neue Beziehung anfangen. Das funktioniert nicht, ne? Das ist bei ganz vielen Menschen so, die haben nicht ihre langfristigen Ziele vor Augen, sondern immer leben nur kurzfristig. Und so ist es auch im Glauben. Wenn wir nicht das langfristige Ziel vor Augen haben, nämlich dass wir eines Tages tot sind, nicht, dass das biologische alles zu Ende ist, und wir dann die Herrlichkeit beim Heiland haben, nicht im himmlischen Jerusalem, von uns braucht sich keiner vom Tod zu fürchten, wir dürfen uns alle darauf freuen, wenn wir eines Tages bei ihm sind, nicht. Wenn wir das nicht vor Augen haben, nicht, und wenn uns das nicht erfüllt durch den Heiligen Geist, nicht, dann machen wir kurz- und mittelfristig ganz vieles falsch. Dann lassen wir uns immer wieder gefangen nehmen lassen von all dem Irdischen, nicht. Dann fangen wir an mit dem Trachten der Heiden. Trachten ist übrigens etwas, nicht, was wir besser übersetzen müssten mit dem Begehrt. Begehrt das, nicht. Und wenn es hier heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann heißt das nicht, kümmere dich ums Reich Gottes als erstes und dann kriegst du als zweites irgendwas von Gott geschenkt. Nicht dieses Quid pro Quo. Als ich zum Glauben gekommen bin, so als Jugendlicher, habe ich die Bibelstelle so verstanden. Ich kümmere mich ums Reich Gottes, ich mache jungsche Arbeit, ich bete, ich verkündige den Herrn auch und dann wird er mich segnen. So habe ich dieses Wort ganz lange verstanden. Bis ich irgendwann dann verstanden habe, darum geht es gar nicht. Darum geht es überhaupt gar nicht. Dieses Quid pro Quo, weißt du, nicht so dieses gegen dies, gegen das halt nicht, dieses Grundprinzip des Handelns nicht, ich gebe jemandem was, er gibt mir was dafür zurück. Nein, das, was hier heißt, heißt so viel wie begehr das Reich Gottes. Kümmere dich bloß darum, nicht, dass du eines Tages beim Heiland bist, lass dich von dem erfüllen. Dann führst du ein sorgenfreies Leben. Das ist die tolle Verheißung. Und das ist die Wahrheit des Lebens. Dass wenn wir Jesus begehren, wenn wir uns auf ihn ausrichten, nicht, dass alles andere uns sowieso zufällt, das spielt dann häufig gar keine Rolle mehr. Da kannst du ganz anders mit deinem Geld umgehen halt, nicht? Da bist du ganz locker, da bist du nicht mehr so verkrampft. Wisst ihr, mir tun die Menschen so leid, die in so einem verkrampften, sorgenvollen Tunnelblick leben müssen halt, nicht? Fixiert auf ihr bisschen Leben, nicht? Die 80, 85, 90 Jahre, die hier auf Erden sind, nicht? Und das bisschen Kohle, was das Leben so erhält, das ist so eine jämmerliche Existenz. Das macht Leben so klein. Und Gott will das nicht. Der sieht runter und sagt, du liebe Zeit, wie elend leben denn meine Geschöpfe, die ich lieb habe. Das darf doch nicht sein. Und so wie ihr euch kümmern würdet um eure Kinder, wenn die ein sorgenvolles, gequältes Leben führen, so kommt der Heiland und der Heiland sagt, tu das nicht, Mensch, guck doch auf das, was ich für dich bereitet habe. Psalm 39 heißt es einmal, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende haben muss und mein Leben ein Ziel hat. Wir haben ein Ziel, das ist schon festgelegt. Und die Wohnstätte im himmlischen Jerusalem ist schon bereitet halt, nicht? Das ist das Wunderbare. Und das, was kein Auge je gesehen, kein Ohr je gehört hat, was kein Menschenherz jemals erreicht hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Deshalb begehrt das, liebt dieses, worauf wir zugehen. Und alles andere in dieser Welt, das fällt euch dann sowieso zu von diesem guten, treusorgenden Vater. Die richtige Ausrichtung des Blickes, das Trachten oder besser das Begehren nach dem Reich Gottes. Und ein drittes und letztes, die Notwendigkeit der fortwährenden Korrektur des Blickes, das Wort Gottes. Jetzt habe ich euch im ersten Punkt der Predigt gesagt, wie es falsch ist. Im zweiten Versuch zu sagen, wie es richtig ist. Und jetzt muss ich euch im dritten sagen, es ist was ganz Einfaches, hier oben auf der Kanzel zu stehen und euch so anzupredigen. Und euch nochmal ganz klar von der Bibel das zu zeigen, das ist gar kein Problem. Aber ich weiß, wie schwer das ist, das persönlich auch umzusetzen. Mir gelingt das häufig nicht. Ich lasse mich immer wieder vom Teufel verführen und er kommt immer wieder und nimmt mich mit all den Begehrlichkeiten dieser irdischen Welt gefangen. Und dann mache ich mir auch Gedanken und Sorgen um das, was meine Tochter angeht, wie wird das mit der Schule weitergehen, wie wird das mit dem Abi sein, ist die eines Tages finanziell versorgt, nicht? Ich denke über mich selber nach, auch über diese Gemeinde, da mache ich mir meine Sorgen halt nicht. Und ganz schnell strickt er mich so richtig ein. Und Gott muss mich da immer wieder rausreißen.
Der muss mich immer wieder rausreißen aus dieser falschen Ausrichtung, damit ich mich wieder richtig ausrichte. Der muss mir immer wieder sagen, Olli, ich bin da, ich kümmere mich um dich. Ich kümmere mich auch um deine Tochter. Ich kümmere mich auch um deine Gemeinde. Das ist auch so ein Ding, ist ja nicht meine Tochter, nicht meine Gemeinde. Das ist Geschöpf Gottes. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Ich bin da, ich kümmere mich drum. Ich brauche das immer wieder. Und es ist so wunderbar, dass Gott mir das immer wieder schenkt durch sein Wort. Immer wieder, wenn ich im Wort Gottes lebe, erlese ich das. Nicht nur Aufarbeitung und Stärkung, sondern eben auch diese Korrektur des Blickes hin auf ihn. Und deshalb lese ich auch so häufig im Wort Gottes, weil ich dessen bedarf. Und deshalb rufe ich euch ja immer dazu auf, ermahne euch dazu, lade euch ein, lest im Wort Gottes. Denn wir alle brauchen diese fortwährende Korrektur. Wenn ich Christ geboren bin, wenn ich den Heiligen Geist habe, heißt das nicht, dass ich dann ein für alle Mal die nächsten 60 Jahre meines Lebens Kurs halte auf Jesus. Nein, in dieser gefallenen Welt, wo der Widersacher noch der Fürst ist, halt nicht, da wird es immer wieder so sein, dass wir zur einen oder anderen Seite abweichen. Wir brauchen immer wieder diese klare Ausrichtung durch das Wort. Und das schenkt uns nur das Wort. Hebräer 2 heißt es, darum müssen wir umso aufmerksamer achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Wir brauchen das Wort, damit es uns korrigiert und immer wieder auf Jesus hin ausrichtet. Und das ist das Tolle, dass wenn das Wort mir das zuruft und ich mich darauf verlasse, dann auf einmal die ganzen Sorgen weggehen. Das ist einmal alles weg. Das ist eine tolle Existenz. Das ist eine tolle Existenz, wenn man sich aufs Wort Gottes gründen kann, da drin zu Hause ist und dann erlebt, wie das Wort Gottes stärker ist als all das Irdische, was unser Leben so bedrängt und eng macht. Und dazu möchte ich euch einladen, zu solch einem Leben, das immer wieder sich vom Wort Gottes korrigieren lässt, das sich immer wieder ausrichten lässt, eben auf Jesus Christus hin. Da steht in der Bibel, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Als Jesus das alles gesagt hat über die richtige Ausrichtung, dass wir nicht so sagen müssen, dann steht da, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn dann ist genau das, wenn man sich richtig ausrichten lässt, wenn man sich korrigieren lässt vom Wort Gottes, das heißt, wenn man das angenommen hat, was wir jetzt gehört haben, dass man dann ohne Angst, ohne Furcht, ohne Sorgen in die Zukunft gehen kann. Und das wünscht sich unser Herr und Heiland. Für deine Zukunft, die vor dir liegt, für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen, dass du ohne Angst, ohne Sorgen hingehst, dass diese kleine Herde, dass sie furchtlos in die Zukunft geht, weil sie weiß, wir müssen uns um nichts kümmern. Er, unser treusorgender Heiland Jesus Christus, er kümmert sich um alles, was wir brauchen. Und so wünsche ich mir, dass ihr euch wirklich euren Blick ein Stück weit aus diesem Evangelium habt heute Morgen korrigieren lassen. Weg von euren Sorgen, hin auf Jesus Christus, der für dich da ist und der sich um dich kümmert. Amen.